Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde. Wir haben Freitag und das bedeutet, es ist Videozeit. Und das bedeutet Abstimmungsergebnisse von der Abstimmung vom Montag. Da ging es ja darum, was machen wir an Tag 3? War es Motorboot fahren oder war es E-Bike fahren? Ich möchte euch da jetzt gar nicht zu lange auf die Folter spannen. Bitte einmal Trommelwirbel. Und es war Motorboot fahren. Also das hat tatsächlich mit, glaube ich, großem Abstand gewonnen, so wie ich das weiß. Ich bin mir nicht sicher, aber es kann sogar sein, dass es komplett gewonnen hat. Also hier könnt ihr euch auf jeden Fall nochmal die Abstimmungsergebnisse von den beiden Plattformen angucken. Genau, also das sind dann die Ergebnisse. Also Motorboot fahren hat gewonnen. Das bedeutet, am Tag 3 werden wir unter anderem Motorboot fahren. Also die Reiseplanung ist schon im Großen und Ganzen abgeschlossen. Also ich habe hier genau, habe ich Ordner und so noch mit lauter Reisedokumenten schon drin. Und Buch, da liegt noch mein Zeugnis. Das wollte ich eigentlich jetzt nicht unbedingt zeigen. Oder hier die ADAC-Landkarten. Ich habe nämlich schon mit ein paar Leuten hier die Route besprochen. Und ja, ist schon alles quasi fertig. Wir warten eigentlich nur noch auf den Tag der Abreise. Also da werden wir uns das nächste Mal quasi treffen. Also die komplette Truppe dann von World My Trip. Und ja, da geht's dann los. Für mich stehen noch zwei wichtige Termine vor World My Trip an. Und die werde ich dann beide noch an meinem Geburtstag bewältigen müssen. Nämlich zum einen den Führerschein abholen und zum zweiten ein bisschen dafür sorgen, dass wir im Ausland auch schön zahlen können. Zu gut Deutsch, ich gehe zur Bank und beantrage mir so eine wundertolle Reisekreditkarte. Genau, dann sind wir auch alle schön versichert und bibabu und alle sind glücklich. Und World My Trip kann ohne Probleme dann am 24.08. starten. Alle freuen sich schon, alle sind total gehypt, ich erst recht natürlich. Und ja, genau, am Montag kommt noch das letzte Abstimmungsvideo für World My Trip. Da geht es nämlich dann um die Rückreise, das werde ich auch noch aufnehmen jetzt dann gleich im Anschluss. Das war es dann aber auch schon wieder für dieses Video. Ich verabschiede mich, sage tschüssi, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao, Freunde.